So, ein kleines kurzes Video von eurem liebgewonnenen Flatrate. Schön, dass du hier dieses Video guckst. Ja, wir brauchen Hilfe. Hilfe um die Fahrt um die Weltkarte. Wie ihr hier seht, haben wir Land hier im Besitz. Das ist unser Land hier, deswegen auch die 15 Spielmarken hier drauf. Hier drunter über dieses nette Landungsturnier, dort sind wir über Nordtraza sind wir reingekommen. Das ist übrigens Afrika. Haben dieses Land hier dann bekommen und sind halt eben durch ein Bündnis hier auf dieses Land gekommen. Und wir haben immer noch nicht genug Tier 10 Fahrer. Und da wir sowieso momentan Ferien sind, bräuchten wir tatkräftige Unterstützung. Ja, liebe Freunde, das heißt, wenn du die folgenden Kriterien hast, dann solltest du dich schnell bei uns bewerben. Erstens, du hast richtig Bock auf World of Tanks. Du hast einen, ja, mindestens Tier 9, am besten sogar Tier 10 Panzer. Also Tier 10 ist bevorzugt, ganz klar. Bei uns werden die, wir haben auch nur noch maximal 35 Slots im ersten Clan frei. Das heißt, irgendwann können wir, ja, nicht mehr alle nehmen. Aber dazu später mehr. Wenn du dich bewerben willst, dann klick hier unter unten auf das Video, in der Videobeschreibung auf den Link. Und hier ist das Bewerbungsformular. Genau. Hier ist es kurz erklärt, du musst mindestens 18 Jahre alt sein. 18 Jahre ist wirklich das Minimum. Es gibt zwar ein paar Ausnahmen, aber es haben sich auch schon Leute unter 18 beworben, da hat aber die Panzer nicht gestimmt. Wenn man 16, 17, 18 ist, das ist so das, ja, das, der maximale Spielraum, aber es stimmen die Panzer, dann kann man darüber reden, aber es hat auch vorher leider nicht gestimmt. Du fährst mindestens ein Tier 9 Heavy, Medium oder Jagdpanzer oder besser noch ein Tier 10 Panzer. Arti Minimum Tier 7, besser noch Tier 8, das ist ganz klar. Und wir brauchen ein Headset, beziehungsweise du solltest doch TeamSpeak 3 installiert haben und dich auch öfters auf TeamSpeak 3 blicken lassen. Wer hier im Clan ist und sich nicht öfters im TS blicken lässt, der wird auch kurz selber lang dann, wenn wir vom Clan her zu viel sind, unseren zweiten Clan übergesetzt oder halt eben, ja, leider vor die Tür gesetzt. So ist es normal. Wir sind zwar ein Fun-Clan, aber wir haben halt eben große Ambitionen, wir sind von Fun, es gibt Fun, das ist dieses eine Lager und es gibt halt eben auch den Clan auf der anderen Seite, das ist dann der Professionelle, wir sind in der Mitte, aber dann mehr zum Professionellen, das heißt, ja, ne, wenn man was sich beim Clan zugehörig fühlt, sollte man auch ins TS kommen, ansonsten gibt es bei uns einen einfach anstupsen Channel, da kann man sich reinsetzen und wenn man einen braucht, kann man einen anstupsen. Ja, das war kurz das, was ich euch sagen will. Ganz klar, ihr müsst ein kleines Bewerbungsformular ausfüllen. Das ist aber nicht viel, nichts Wildes. Und bitte guckt, dass ihr ein Tier 9, besser noch ein Tier 10 Panzer habt. Natürlich AT, Tier 7, Tier 8. Vorher lohnt sich hier gar keine Bewerbung mehr, weil, ja, wie gesagt, wir wollen um die Weltkarte mitfahren. Das macht richtig Spaß. Wir haben eine sehr große Allianz im Hintergrund, im Rücken. Ich bin seit gestern Diplomat. Sehr kompliziert das Ganze. Ich habe gestern von 17 bis 23 Uhr, eigentlich bis 1 Uhr in die Nacht, habe ich Diplomatie mitbekommen. Wer da mit wem und wer mit wem nicht. Und wer da verrückt spielt und, ne? Und sehr kompliziert. Das heißt, wenn er mich in World of Tanks anschreibt, ich kann nicht immer zurückschreiben, weil andere Sachen wichtiger sind. Normal, ne? Wenn ihr was wollt, könnt ihr mir gerne über YouTube eine Nachricht schreiben, wenn es irgendwie um Bewerbung geht oder ja, wisst ihr Bescheid. Ja, wie gesagt, klickt auf das Formular, bewerbt euch, wenn ihr dazugehörig sein wollt, wenn ihr richtig Bock habt, oben mitzuspielen. Unser Clan wird sich dahin aufbauen und ja, danke fürs Angucken des kurzen Videos und ja, ich denke mal, wir sehen uns in der Bewerbung oder dann halt eben dann im Teamspeak-Gespräch, wenn es zum Bewerbungsgespräch gibt. Alles klar, das war euer Flatrate und ja, have fun bei der Bewerbung und wenn ihr uns, wenn du sich nicht bei uns bewerben kann oder will, dann wünsche ich dir auch ein gutes Gefecht in World of Tanks. Bis später, tschüss.